Flexbox ist eine Sammlung von CSS-Eigenschaften, die dazu dienen, ein Achsenlayout herzustellen. Dazu wird für ein HTML-Element Flexbox aktiviert. Dadurch ergibt sich eine Achse in diesem Element. Und wenn dieses HTML-Element weitere Inhalte enthält, also sogenannte Children, dann tun sich die auf dieser Achse anordnen. Und es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, diese Children auf der Achse des Flexbox-Elements zu verteilen. Wenn die Flexbox zwei Dimensionen hat, also eine Höhe und eine Breite, dann gibt es zwei Achsen. Die primäre Achse, die verläuft in der Regel von links nach rechts, und dann eine in einem rechten Winkel dazu, eine sekundäre Achse, die senkrecht verläuft. Und es ist dann möglich, diese Elemente entlang dieser beiden Achsen auszurichten. Also hier eine Illustration dazu. Der schwarze Container hier, das wäre die Flexbox, das Element, für die das Achsenlayout aktiviert wird. Der Parent und das Child, das ist dann der Inhalt, der ordnet sich dann auf dieser roten Hauptachse und auf der blauen Sekundärachse an, beziehungsweise kannst du sagen, wo auf diesen beiden Achsen dann sich das anordnen soll. Zum Beispiel haben wir hier ein breites Element, das eine Hauptachse hat, die verläuft von links nach rechts, und wir haben drei Inhalte und die können auf dieser roten Achse ausgerichtet werden. Zum Beispiel ans Ende gerückt, eingemittet oder verteilt, so dass der Weißraum regelmäßig um diese Inhalte herum verteilt wird oder in die Zwischenräume. Und wenn wir ein hohes Flexbox-Element haben, also mit einer Höhe, die größer ist als die Höhe der Inhalte, dann ergibt sich auch eine sekundäre Achse, hier blau gezeigt, und auch auf dieser sekundären Achse können wir die Inhalte ausrichten. Also verteilt auf der Hauptachse, aber am Anfang der sekundären Achse ausgerichtet. Oder auf der Hauptachse eingemietet, aber am Anfang der sekundären Achse oder in der Mitte der sekundären Achse und in der Mitte der Hauptachse oder in der Mitte der Hauptachse und am Ende der sekundären Achse oder am Ende beider Achsen. Es ist auch möglich, einzelne Inhalte individuell zu verteilen. Ich kann zum Beispiel dem mittleren Element sagen, dass es sich auf der sekundären Achse einmieten soll, währenddem die übrigen Inhalte am Ende der sekundären Achse angeschlagen sind. Oder ich kann jedes Element einzeln einstellen. Hier siehst du eine Reihe typischer Anwendungen. Eines, das sehr nützlich ist und aber auch ganz einfach, ist das in der Mitte, wo es darum geht, einen einzelnen Inhalt immer in die Mitte eines Containers zu stellen. Also zum Beispiel ein Element, das auf einer Website immer eingemittet dargestellt werden soll. Oder auf der rechten Seite könnten wir uns vorstellen, dass das verschiedene Möglichkeiten sind, Menüpunkte anzuordnen. Und unten rechts siehst du senkrechte Anordnungen, weil es ist auch möglich, diese Hauptachse um 90 Grad zu drehen. Und das führt mich zu verschiedenen Achsenkonfigurationen. Hier siehst du das, was wir bis jetzt gesehen haben, oben links. Also eine rote Hauptachse, die von links nach rechts verläuft, und eine sekundäre Achse von oben nach unten. Aber jede dieser Achsen lässt sich drehen. Also ich kann sagen, dass die Hauptachse von rechts nach links laufen soll. Zum Beispiel, weil ich in einem Schriftsystem bin, das von rechts nach links läuft. Hebräisch oder Arabisch zum Beispiel. Ich kann aber auch die Hauptachse senkrecht ausrichten,
Das ist das, was unten links zu sehen ist. Und die Sekundärachse läuft dann horizontal dazu. Und dann gibt es auf der rechten Seite die Möglichkeit, Achsen umzubrechen. Also wenn sehr viele Inhalte im Layout drin sind, die nicht mehr Platz auf einer Achse haben, dann kann ich diese Achse auch umbrechen, so dass es eine Achse gibt, die dann irgendwo im Raum verteilt mehrfach von links nach rechts verläuft. Du kannst dir vorstellen, dass das sehr schnell, sehr komplex werden kann, aber in den meisten Fällen reichen uns die ersten zwei Beispiele auf der linken Seite. Also entweder Hauptachse von links nach rechts oder von oben nach unten. Und damit kannst du schon sehr, sehr viel machen. Und in seltenen Fällen ist es dann nötig, vielleicht einmal eine etwas kompliziertere Konfiguration zu verwenden. Wichtig ist, dass du dieses Achsenprinzip verstehst. Um Flexbox zu lernen, gibt es eine sehr gute Adresse, die heißt flexboxfragi.com, und dort musst du mit CSS-Eigenschaften und den richtigen Werten den grünen Frosch aufs Seerosenblatt bringen. Und das wird dann mit jedem Beispiel etwas schwieriger. Manchmal sind es dann mehr als ein Frosch und mehr als ein Seerosenblatt, und dann müssen die richtigen Frösche aufs richtige Blatt. Und dann gibt es eine sehr gute Adresse, um nachzuschlagen, was möglich ist und wie das geht. Das ist die Website CSS Tricks, und dort gibt es eine lange Übersicht über alles, was mit Flexbox möglich ist, immer mit einer Illustration dazu, so dass du dich an Bildern orientieren kannst, was mit bestimmten Einstellungen möglich ist.